Aloha und Mahlzeit und schönen guten Tag auch ihr Nasen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Halloween-Wochen. Ein Spiel, was ich eigentlich nicht kenne. Nee, nicht nur eigentlich, ich kenn's nicht. A Ghost Tale. Ich weiß, dass wir da eine kleine Putzi-Maus spielen. Das Spiel ein bisschen mittelalterlich angehaucht ist und so ein bisschen Düsternis drin hat, reicht mir für die Halloween-Wochen. Mein Kanal, meine Regeln, wisst ihr ja. Und es hat einen Schleichaspekt, das weiß ich auch noch. Das wird laufen, Leute, das wird so richtig gut funktionieren. Ich und Schleichspiele, Leute, wir sind so, aber, ne? Also, die kann ich gar nicht. Ich hoffe mal, dass das Spiel da mal so einen kleinen Unterschied macht. Weil ich finde das einfach vom Niedlichkeitsfaktor her so geil. Ghost Hotel, press to begin, jawohl. Ich wurschtel mal ein bisschen in Optionen rum. Bisschen heller. Wiesing lasse ich mal. Musik ein bisschen runter. Ambiente runter und Soundeffekte lieber ein bisschen hoch, weil man muss ja da manchmal auch auf Geräusche achten, wenn ein Gegner angetrappelt kommt oder sowas, ne? Kontrollen. Ja. Vertical müssen wir invertieren. Interact, Jump, Throw, Drop. Ja, ich hoffe, dass das Spiel mir das noch ein bisschen erklärt. Kann ich die Language noch. Die kann ich auf German machen, das ist natürlich sehr gut. Ja, I'm sure. Sehr gut. Das ist doch schon mal was. Wird anzeigen, lassen wir Fotos zum Fotomodus, das lassen wir weg. Gut, beim Gameplay noch irgendwas Interessantes? Nein. Also wir haben zumindest deutsche Sprachausgabe, das ist gut. Und wir starten ein neues Spiel. Am Anfang war die grüne Flamme alles allmächtig verzehrend, was ihr den Weg trat, toll kühn. Die Wesen der Welt fielen doch, fanden nicht ihre letzte Stätte. Gott, das ist ja satzbautechnisch nicht so ganz so. Es ist ein Indie-Spiel, Leute. Das ist kein AAA oder sowas. Übrigens kein Spiel, ein Bierchen und eine Stunde Zeit. Na, Ladezeiten sind nicht so angenehm. Ich habe das irgendwann mal als Early Access Ding auf dem PC gesehen gehabt und da hat es mich schon interessiert. Ich habe es mir aber nie irgendwie runtergeladen. Es kam irgendwann mal vom halben Jahr, ja, oder was denn, auf der One. Und da habe ich es mir gekauft. Weil das Interesse doch noch da ist. Bloß mit solchen monströsen Ladezeiten hätte ich nicht gerechnet. Wir spielen eine Bardenmaus. Ist die nicht einfach nur süß? Sind wir mal ehrlich. Schon Hammer, oder? Wir haben da eine rote Rose. Du standest vor dem Baum, deine Frau Mera an deiner Seite. Er trug dir auf, ein Lied zu spielen, der vergiftete Kelch. Da wusstest du, er wollte sich nicht amüsieren, sondern dich vielmehr auf die Probe stellen. Und du spieltest, aber Mera schwieg nur und ihr Blick war voller Missachtung. Der Maron ging auf sie zu, um sie zu schlagen. Du schriest und sprangst dazwischen. Dann war da nur noch Dunkelheit. Und viele Tage seitdem vergangen, tief in deinem Herzen weißt du, dass sie noch am Leben ist. Und eines Tages wirst du sie wiederfinden. Bis dahin hast du nur diese Blumen, diese Erinnerung an sie.
und eine Frage, die in deinem Herzen brennt. Warum? Sorry, ihr kennt mich, ich muss rumkaspern. Pilze. Deine Gesundheit ist schlecht, drücke, um dein Inventar zu öffnen und etwas zu essen. Oh. Das ist der Kerzenhalter, Kleidung, Nahrung da. Ein saurer Apfel, da hauen wir trotzdem mal rein. Und die Pilze. Jupp, fast volle Lebensenergie. Becken ist leer. Nachttopf ist leer. Wir haben Nachttopf, das ist super. Wir können schlafen. Keine Zeit zum Schlafen. Oh Gott, ey, der Grafikstil ist ja da wohl mit dem Brett, oder? Sind wir doch mal ganz, ganz ehrlich. Das ist ja echt ultra putzig. Das Gitter. Nochmal. Das konnte ich so schnell nicht lesen. Hallo, ich würde das gerne nochmal machen. Brot haben wir auch nochmal. Mysteriöse Nachricht. Triff mich oben auf dem Wachturm. Verwische deine Spuren und bewege dich unbemerkt. S-Punkt. Zellenschlüssel. Ah! Wir sind ja raus aus der Nummer. Super. Aber hier, das kann ich trotzdem nicht mehr lesen. Gut. Ja. Kerze. Ich mach das mal hier in Ruhe, weil wir haben irgendwas zum Wechseln bekommen. Ein alter Kantenbrot. Deine bescheidene Bardenhaube, ein einfacher Gürtel aus einem Seil. Kannst dich ablegen, Bardenseil. Okay, halt. Und das? Ein einfacher Kapuzersacklein, die dir jungen Mäuse auf der Straße nach Pesa tragen. Die kann ich aber aufsetzen. Sehe ich denn auch anders aus? Jo, das hat doch schon mehr was Assassinenmäßiges sogar. Ja, cool. Okay, ey, wir können. Das ist ja, das ist sowas, mag ich. Wenn denn tatsächlich solche Sachen sichtbar am Charakter sind, ist das schön. Zellenliste. Name Thilo. Metier Bade. Straftat. Akte der Aufwiegelung. Aha. Verriegelt, ich brauche was. Da ist noch ein Apfelrist. Okay, er ist fort. Springen. Aha. Auf allen Vieren kannst du richtig schnell rennen. Halte LT gedrückt, um zu rennen. RT zum Schleichen. Das Spiel ist super. Ich mochte es. Ich sammle jetzt mal allen Scheiß ein, auch die Käfer und sowas, ne? Wer weiß, was das bringt? Verstecken. Ja, total unauffällig. Ist das super. Schnell speichern. Das ist ja, das ist der Hammer. Was machen die Käfer? Bringt der Apfelrest irgendwas? Ja, er macht auch was. Okay, bei den Käfern warte ich mal noch. Ein Buch mit Charakteren und ihren Kostümen. Da ist jetzt noch nicht so viel drin. Ein Liederbuch, das dass du in deinen Jahren als Reisender Bade zusammengestellt hast. Das lese ich jetzt nie alles vor, Leute. Tut mir leid. Meras Buch. Ein Buch mit gepressten Blüten. Die Erinnerungen an Mera in dir wachrufen. Wie kommen wir hier wieder raus? Ja,
drücken. Okay. Kerze. Ist das super. Pilz. Das ist Knorke, das Spiel. Also dafür brauche ich wirklich einen anderen Schlüssel. Ich könnte mich gleichzeitig beömmeln und irgendwie finde ich es total knuffig. Aber so schön. Kann ich wahrscheinlich auch nicht rein. Wir können den einmal tragen. Wer weiß, wozu wir den mal brauchen werden. Ja, sind wir mal vorsichtig hier. Au. Es tut doch weh. Mach doch den Scheiß nicht. Ich glaube, hier lässt er uns tatsächlich dann in Ruhe. Aber wir sind ja in unserer Zelle. Was soll er uns denn, ne? Aber wir brauchen ein bisschen was zu futtern. Ich bin mal gespannt, die Pilze bringen ja was. Was ein roter Käfer kann. Oh, der bringt richtig Energie wieder. Dann gucken wir uns nochmal in die Richtung um. Halt. Apfel. Da bedienen wir uns natürlich auch mal locker flockig. Und ja, zum Teil wissen wir einfach noch nicht, was die Gegenstände bewirken. Aber es ist gut. Ist alles okay. Gucken wir uns halt mal in dem Teil der Zelle um. Zellentrakt. Ein roster Zweig, wunderbar zum Werfen geeignet, zerbricht. Mit einem lauten Knack kann für Ablenkungsmanöver verwendet werden oder um einen hochgelagerten Gegenstand herunterzuholen. Mhm. Okay. Er will irgendwie nicht mit uns reden, kann das sein? Doch, bei allen flutschigen Flundern, was glaubst du, was das werden soll, Kleiner? Trampelst einfach so ungefragt an meine Zelle, weißt du überhaupt, wer ich bin? Fußnote lesen. Seefahrer planen für den Gernamen, hat was Flaches gehört. Nochmal. Ich soll ja nicht nuscheln. Seefahrer und Piraten führen gern ein besonders haltbares, flaches und geleeartiges Gebäck als Notreserve mit sich. Einige nennen es flutschige Flunder, andere jedoch rotzige Rochen. Die Uneinigkeit über den korrekten Begriff ist seit jeher ein beliebter Grund für abendliche Zankereien zwischen betrunkenen Freibeuterclans. Denn ich habe selbst keinen Schimmer. Du kennst deinen eigenen Namen nicht? Nein, warte. Herold Rotbart war. Das war's. Herold Rotbart, der ehemalige Steuermann der Seehexe unter dem Kommando von Captain Otto Pulverfass. Captain Otto Pulverfass. Captain Otto Pulverfass, ein korpulentes Fass von einer Ratte und berüchtigt für seine kurze Lunte, war Captain der Galeone Seehexe und terrorisierte über ein Dutzend Jahre lang die Handelsschiffe, die zwischen den fünf großen Häfen des... Oh Gott... Vailiases Waren transportierten. Der Mythos besagt, dass er vor jeder Schlacht mit seinem Schwanz. Oh, nochmal. Der Mythos besagt, dass er vor jeder Schlacht seinen Schwanz mit Wachs bestreicht und anzündet, was ihm letztendlich seinen Namen einbrachte. Captain Pulverfass ist berüchtigt für seine Verbrechen und berühmt durch den dicken Steckbrief, den er selbst. Moment. Hat drucken und aufhängen lassen, um seinen Ruf zu bekräftigen. Der Captain wurde schließlich gefangen, als sein Chef an der Ostküste des, kann ich wieder nicht lesen, auf Grund lief und das Wrack endete ganz in der Nähe von Burg Tiruin.
Warum genau die Seehexe Leckschlug wird vermutlich für immer ein Geheimnis bleiben. Denn nachdem sich die Tore von Burg die Ruinen hinter dem Käpt'n geschlossen hatten, hat man nie wieder was von ihm gehört. Du bist gekommen, um mich auszugraben, du kleines Spitzgesicht. Entschuldigung. Eilmäuse sind doch immer schuld an irgendwas. Jede Reise, bei dem eine Maus an Bord war, ist in einer Katastrophe geendet. Und es war immer eine Maus an Bord. Also was willst du, Maus? Bitte, ich brauche deine Hilfe. Bist du sicher und was springt dabei, für mich dabei raus? Vielleicht könnte ich den Schlüssel für deine Ketten finden und dich befreien. Warte mal. Nein, ich habe alles und brauche was ich brauche genau hier. Schön muffige Luftzeiche fliegen zum Essen und ich habe meinen eigenen Stuhl. Es gibt ja nur eine Sache. Am Ende des Ganges die schlafende Wache. Geh hin und erwürge sie für mich. Was? Warum? Weil er mich einen Piraten genannt hat. Aber bist du denn kein Pirat? Ei, und sehr stolz drauf. Aber wie er gesagt hat, es wäre ein Verbrechen, ein Pirat zu sein. Aber ist es denn kein Verbrechen? Ei, ist es, und ich schäme mich kein Stück dafür. Aber warum willst du ihn dann umbringen? Weil er mich einen Piraten genannt hat. Ich glaube, wir drehen uns gerade im Kreis. Ja, sei doch. Genau, genau. Dann machst du es also für mich. Ich bin kein Mörder. Na dann, warum stiehlst du denn nicht einfach eine Flasche von seinem Fusel für mich und ich schau mal, ob ich dir helfen kann. Ja, ganz super. Oh, ist das beknackt. Ist das schön. Ja. Das ist... Oh, das hat schon so... Monkey Island Judge, was die Gespräche angeht. Das ist super zu dunkel hier. Okay. Okay, ich versuche mal bei ihm irgendwie eine Flasche zu klauen. Ob das ein guter Plan ist, weiß ich nicht. Aber ich hoffe, dass gleich die Flasche hier vorne. Du Hausmini-Nummer. Au! Du sollst mich nie hauen! Blödbacke. Oh, die Kamera ist nicht die beste. Aua! Blödhorst. Jetzt mal wieder in meine Zelle, da habe ich irgendwie tatsächlich Ruhe. Dachte ich! Ich und Schleichspiele. Das haut nicht hin. Auch wenn sie noch so niedlich sind. Ach, das Spiel gucke ich mir privat tatsächlich mal genauer an, weil der Niedlichkeitsfaktor ist da relativ hoch. Deswegen gebe ich dem privat auf jeden Fall mal noch eine Chance, weil so knuffig. Und sage an dieser Stelle, macht das gut, bis zur nächsten Folge der Halloween-Wochen, denn morgen gleich. Haut rein, ciao.